Hi, willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Zuschalten. Endlich mal wieder Dampferzeit. Wie in meinem Fall, da ist er rum. Ich habe mal wieder nachbestellt, da war ja wieder was Neues gesehen. Bin schon lange schon drin gewesen. Hat gesehen, Mensch, neue Sorten, gleich mal probieren. Was heißt neu? Sind schon ein paar Tage alt. Oder Wochen, Monate. Also, sagen wir mal, gefunden, bestellt, neugierig. Und jetzt wollen wir mal loslegen. Hier wieder neue Sorten, also relativ. In meinem Fall Baklava. Ich kenne das noch so: süßes Gelumpe, voll Honig, Pistazien. Klebt alles zusammen. Das sind auch leider nur 10 Milliliter Flaschen. Obwohl ganz praktisch ist, weil die 50er dauern immer eine Weile, bis sie leer sind. Das sind doch keine 10er. Reicht auch eigentlich. Weil auch hier mit sehr wenig Prozente anzumixen. Die schreiben so Dosierempfehlung 3 bis 10 Tropfen je 250 Gramm Lebensmittel oder 250 Milliliter Getränke. Ich habe mal wieder hier eine 100er Flasche angemixt. Und die Tropfen sind immer schwer zu zählen. Deswegen einfach mal mit 2% angemixt. Und wird mal gucken, was dabei rauskam. Da bin ich schon echt neugierig. Einfach mal gespannt. Hier 70-30 Best benutzt. Wie immer. Und knappe 3 Milligramm Nikotin. Auch hier mindestens 14 Tage ziehen lassen. Bei mir sind es mittlerweile 4 Wochen. Und endlich kann ich mal testen. Das war das Beste im ganzen Video, ihr kennt es ja. Ja, Honig schmeckt man sofort raus. Auch die Pistazien. Nicht schlecht, das war auf den Augenblick. Pistazien, Honig, passt. Leicht nussig mit Honig, aber wie gesagt, dampftechnisch sieht es meistens ja anders aus als lecktechnisch. Deswegen wird mal direkt probieren und mal gucken, was dabei herumkommt. Zum Wohl. Ja, das ist genauso wie beim Lecktest. Honig schmeckt man aus. Die Nuss, also Pistazien in dem Fall, zum kleinen Teigware. Ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt auch andere Anbieter, die haben das auch. Das ist so verdammt süß, wie gesagt, das ist so extrem. Und das hier ist zwar auch leicht süß, aber nicht so extrem, wo du denkst so, ja. Jetzt hat er schwarze Socken davon, ja, oder schwarze Füße. Das ist noch normal gehalten, also so süßlich, nussig, Honig, perfekt. Aber nicht so übertrieben. Also da Daumen hoch. Ich finde das richtig angenehm. Das Feedback war wieder zufrieden. Das Geld wieder gut investiert. Wir sind bei 2% angemixt, das sind dann 2 Milliliter auf 100. Das heißt, man gibt 500 Milliliter raus. Und das für 5 Euro kann man nicht meckern. Preis ist also ganz gut. Bei 5 Euro ist er pro Flasche 2. Was seid ihr? Pro Flasche 1 Euro. So, pro Flasche bei Bier 1 Euro Aroma. Die Base, ja, das ist unterschiedlich die Preise, weil 0 Milligramm Nikotin, 3, 6, 9, keine Ahnung, wie man dampft. Also da muss ich erstmal sagen, wieder eine gute Idee gewesen, was sie da rausgebracht haben. Schmeckt gut. Und mal wieder alles natürlich gehalten, nicht so, wie gesagt, Chemiebombe pur. Daumen hoch. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber wie sie es machen, ist ganz gut. Das tut immer bestätigen, womit ich immer ein Eiserum-Fan bin, weil die sind einfach genial. Gerade Preis-Leistung, da kann man ja schwenken. Das ist wirklich
Billiger geht's nicht. Ich find's lecker. Ich kann's mal gerne probieren. Also da. Das muss ich auch mehr sagen. Man muss Honig und Pistazie oder Nuss lieben oder mögen. Das wäre ja gut mit bei. Natürlich, wer kein Honig isst, der, dann bitte nicht, weil das ist halt der Honig, der hier rausschmeckt. Der daher. Aber wie gesagt, alle anderen probiert es mal gerne aus. Kann ich empfehlen. Einfach nur lecker. Ich mag's. Ja, das war wieder ein kurzes Video, weil ich brauche nicht viel zu erklären hier. Ich schmecke gerade hier. Da ist das typische Aroma für Lebensmittelzwecke. Natürlich ist das ein Lebensmittel. Ist ein fremdem Zweck, aber im Endeffekt geht es in die Richtung. Und hier wird kühl und lichtgeschützt lagern. Das ist doch überall so. Dunkel lagern. Das Ding nicht in die Sonne stellen bei 50 Grad ist auch klar. Ja, aber ja, Standard. So. Ich hatte ja schon ein kurzes Video, deswegen sage ich erstmal, ich bin fertig. Wer es euch gemacht hat, könnt gerne ein Abo da lassen. Oder wenn ihr mal Langeweile habt, Lost Place Videos gucken wollt, ich habe die Fotos drin als Videos. Oder bei Adventure by Disturgent mal reingucken. Unten ist ein Link. Das ist von Matthias' Kanal. Oh, schöne Videos mit bei, schöne Sachen erlebt. Einfach mal reinschalten, wenn ihr wollt. Macht Spaß. So, ich würde mal sagen, ich bin raus, verabschiede mich, wünsche noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bis dahin, auf Wiedersehen und guten Dampf.